Das Hörsaalzentrum Chemie INF war am 12. Februar 2019 sehr gut besucht. Der Masterplan Neuenhammerfeld stand auf der Agenda. Es war die zweite öffentliche Veranstaltung der Atelierphase, die die Stadt Heidelberg gemeinsam mit den Projektpartnern das Land Baden-Württemberg und die Universität präsentierte. Erster Bürgermeister Jürgen Otschuk appellierte an die Anwesenden, offen für alle Planungsideen zu sein. In ihren Kurzpräsentationen zeigten die Teams der Planungsbüros Astok, CF Möller, Ferdinand Heide und Kerstin Höger ihre weiterentwickelten Ideen. Dabei ging es darum, wie die jeweiligen Konzepte die Themen Städtebau, Mobilität, Freiraum und technische Infrastruktur umsetzen. Das Büro Astok sieht in der 180 Hektar großen Campusfläche durchaus Potenzial zur Nachverdichtung. Es gehe darum, das naturwissenschaftlich dominierte, aber heterogen angeordnete Areal auf nachhaltige Weise in klare Strukturen zu überführen. Die einzelnen Quartiere sollen stadtteilähnlich ihr eigenes Zentrum bekommen. Das Team Ferdinand Heide hat als Leitbild eine Wissenschaftsstadt am Neckar, die eingebunden ist in die Stadt, aber auch an den Fluss und an Grünzonen. Erreicht werden soll dies über urbane Stadträume mit gut wahrnehmbaren öffentlichen Räumen. Markante Einzelobjekte, öffentliche Bauten, gute Nutzungsmarkierungen zwischen Arbeit und Freizeit. Dabei soll die Verbindung zwischen Neckar und Landschaft einen starken Naherholungswert haben. Die Energieversorgung soll emissionsfrei über die Erhöhung der Biomasse in Kraftanlagen erfolgen. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine Seilbahn in den Campus. Die Berührungszonen der Quartiere bilden Freiräume, an denen zentrale Nutzungen wie Mensa oder Bibliotheken platziert sind. Architektonische Highlights geben Orientierung und erfreuen das Auge. Die Verkehrsfrage wird über eine Stadtbahn, die das Campusareal anfährt, sowie über ein intelligentes Park-and-Ride-System gelöst. Das Teambüro CF Möller sieht den künftigen Campus als offen, grün und flexibel für zukünftige Bedürfnisse. Städtebaulich beispielsweise könnte die Berliner Straße zu einer Campusallee aufgewertet werden. Die Energieversorgung erfolgt klimaneutral. Der Verkehr wird autofrei gelöst, zu Fuß, per Rad oder per ÖPNV. Das Büro Kerstin Höger sieht das Neuenhammerfeld als Zentrum für Forschung und Wissenschaft, in dem Nutzungen für Unternehmen, Freizeit, Kultur und Wohnen auch stattfinden sollen. Ihre Idee des lebendigen und grünen Wissensquartiers soll über nachhaltige Strategien realisiert werden. Spezialisierte und sich ergänzende Wissenscluster zur Förderung des Wissenstransfers, die Verzahnung von Wissenschaft und öffentlichem Leben sowie artenreiche Grünräume und Ökosysteme. Die Verkehrsfrage soll umweltschonend gelöst werden. Und das beispielsweise über Radschnellwege und E-Bikes. Die Energieversorgung erfolgt über die Vernetzung von thermischer und elektronischer Energie. Der Verkehr wird autofrei gelöst, zu Fuß, per Rad oder per ÖPNV. Die Bürgerschaft zeigte großes Interesse für die Entwürfe und nutzte dann im Foyer die Gelegenheit, mit ihren Fragen und Anregungen an den Stationen mit den einzelnen Planungsteams ins Gespräch zu kommen. Ich bin heute hier, um auch die Studierenden zu vertreten und die Perspektiven unserer Generation hier einzubringen, die hier so sehr beteiligt ist an diesem Campus, gerade was Verkehrsaspekte angeht, berücksichtigt. Der Masterplan Neuenhammerfeld wird Schritt für Schritt konkreter. Erster Bürgermeister Jürgen Otschuk zieht eine positive Bilanz der Veranstaltung. Wir haben heute doch eine ganz überraschende Vielfalt von Entwürfen sehen dürfen. Das, muss ich sagen, empfinde ich als besonders erfreuliche Botschaft des heutigen Abends. Nicht nur, dass wir eine breite Öffentlichkeit hier wieder adressieren können, weil sich sozusagen wir uns einer großen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hier erfreuen dürfen, sondern man muss wirklich sagen, die Büros haben heute geliefert. Sie haben völlig unterschiedliche, ja, durchaus teilweise auf die Spitze getriebene Konzepte uns